Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 12 on Tour. Heute sind wir unterwegs in Bad Kreuznach und machen den Panoramaweg. So ein bisschen kleinerer Weg, gemütlicherer Weg. Wobei, da geht schon wieder hoch. Wenn ihr Lust habt, geht ihr gerade mit. Pünktlich zu Neujahrsanfang, die Eröffnungstour in Bad Kreuznach. Natürlich bin ich nicht allein. Moment, mit dabei. Hallöchen. Die kennen wir irgendwoher. Susi Outdoor. Und unseren Star, die Waldfee. Hallo, hallo, hallöchen. Und? Ist kalt? Armes Kind. Obwohl ich jetzt wieder sagen kann, ist das Wetter geil. Oder ist das geil? Schöne blaue Himmel, was will man mehr? Guckt euch das an, schön die Sonne, jawohl. Das Waldfisch oder ein bisschen Aua. Armes Kind. Ja. Schauen wir mal, was der Weg so bringt. Ich wünsche euch jetzt mal auf jeden Fall ein schönes neues Jahr, wie sich das so gehört. Unsere erste Januartour. Im Prinzip unsere jungfräuliche Tour im neuen Jahr. Das ist das Schöne. Wenn das Jahr neu anfängt, macht man alles zum ersten Mal. Also, unsere erste Tour. Schön. Es sind 10 Grad plus. Ich habe sogar irgendwas gehört mit 12 Grad vorhin. So muss das sein. Diese Wege lieben wir. Obwohl wir gar nicht angezogen sind dafür. Ja, ja, so fällt man das schon wieder. Schön durch den Machu Picchu 13 Weg. Wie ist das so gehört? Ach, was ein geiler Himmel. Schön. Und auch hier kann man hingehen, wo man will. Haben wir wieder das geile Thema. Ich schmeiße mal die Tempos in den Wald. Genau. Vollidiote. Fangt ja schon gut an, das neue Jahr. Oh, Brennholz hätten wir auch schon. Schon geschnitten. Packst du mal 2 ein, Rucksack wieder. Ja, gerne. Im neuen Jahr, die erste Tour. Und schon kann man sich wieder aufregen mit Vollidioten. Oh, hier einen Scheiß überall hinschmeißen. Dumm wie Ola, ehrlich. Da fragt man sich immer wieder, wie kann man da so blöd sein. Ich weiß nicht, was die denken, wie lange das dauert, bis das Tempo da weg ist. Vor allen Dingen wahrscheinlich eins vom Pinkeln. Und andere können es dann wegräumen. Ja, naja. Alles klar. Den Weg haben wir uns natürlich wieder einen Weltklasse-Weg rausgesucht. Kaum brappelig. Nö. So, jetzt sitzen wir da ganz gediegen in der Sonne und machen ein Brötchen. Und? Schmeckt's? Ja, was gibt's denn Gutes? Käsebrot. Käsemarmelade. Lecker, lecker. Aber oh. Flüssigflüsse. Bad Kreuznach ist natürlich nicht nur bekannt mit ihrer Brücke, ihrer Saline und Saline Parks und Bäder und Salzbäder und was es da noch alles gibt. Da hinten ist zum Beispiel eins, das hat sogar eine Gruft. Mhm. Und da hinten ist auch nochmal eins. Ja. Und natürlich auch für ihr Brückeheißer und dann natürlich den berühmten Nachbarort Bad Münster. Am Stein, gell? Mhm. Wieder eine geile Felsen, haben wir ja auch schon ein Video gebracht. Ich verlinke es mal da oben. So, Käse haben wir. Wie sich das so gehört, Kaffee gibt es natürlich heute keiner. Wie immer. Ich krieg mal wieder nichts. Und jetzt schmeckt es Essen, mein Schatz. Fischen, na da. Ja? Sonst ein Käse, haben wir ja schon gehört. Okay. Und jetzt laufen wir mal in die andere Richtung. Schauen wir mal, was noch kommt. Das Panorama schon mit. Guck mal, Papa, das weiße Holz. Ja, schau, gleich. Kaum geht die Sonne weg, schon wird es kühl. Naja. Für Januar ist es jetzt nicht wirklich kühl.
sauber. Da gerade selber lesen, was das war. Die wollen bestimmt ein Nestchen bauen. Achtung, das beißt. Aufgetrocknet. Ja, das ist ja nicht auch. Hallo. So haben wir unseren Bismarck. Zum Lese, Pause drücke. So, jetzt gehen wir an der Lena ihr Schloss, an die Waldfee. Die hat natürlich auch ein Schloss. Und da gehen wir jetzt hin. Ja, oder Burg, wie man sieht. Gehen wir jetzt an das Schloss? Oh, hast du aber ein braunes Gesicht. Wahnsinn. HD macht es möglich. 4K. Oh, der da, macht denn der da? Schön, schön. Boah. Was für ein geiles Wetter. So, und da haben wir es. Das Schloss von der Waldfee. Und das bei dem stahlblauen Himmel. Ah, Bilder für die Götter. Und so auch noch so nebenbei. Sich eine Statue bauen lassen. Ja, ne. Ist klar. Der Baum. Ein bisschen falsch gewachsen. Und natürlich muss das Waldfähchen noch ihren Baum gucken. Na, wie sich das so kehrt. Ja, ja. Da sind noch die Brückenhäuser, zumindest ein Teil davon. Viel kann ich da nicht mehr filmen. Weil komischerweise nutzen das schöne Wetter noch mehr Menschen. Ne? Und dann noch Sonntag. Jawohl. Jetzt habt ihr noch die Brückenhäuser gesehen, zumindest ein Teil davon. Jetzt geht es zurück ans Auto. Das ist das Ende dieser Tour. Ich hoffe, die Tour hat euch trotzdem gefallen. Es war einfach nur so ein. Neujahrsrundgang, Spaziergang, mehr nicht. Aber es war trotzdem schön. Das Wetter hat mitgespielt, was will man mehr? Also, falls euch das Video gefallen hat, wisst ihr ja Bescheid. Schon mal einen Daumen hoch, wenn nicht schlecht. Wenn ihr ein Abo da lassen, dann helfen wir uns natürlich zu wachsen und immer besser zu werden. Und das freut uns natürlich ohne Ende, klar. Noch geiler ist es, wenn ihr die Glocke aktiviert. Aber ihr wisst ja Bescheid, dann verpassen wir eben kein Video mehr. Kleiner Moment. So, haben wir noch jemand? Hallo erstmal. Hallo erstmal. Jo, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und da haben wir noch jemand, das Waldfische. Tschüssi, Küssli. Tschüssi, Küssli. Einfach so. Küssli. In diesem Sinne, macht's gut.
Ihr wisst ja, ich wünsche euch was super, super Schönes, wie immer. Und seid ihr dabei, wenn es heißt Pfalzwölfe on Tour. Ciao.